Heute, was geht ab, Leutonge? Ihr könnt es schon sehen und am Titel des Videos natürlich. Es geht um den Ladebildschirm. Ich habe vor kurzem dieses Bild hier gesehen und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, was ist da los, Niantic? Wo ist der neue Ladebildschirm? Hier haben wir nochmal eine Timeline, wo wir alle Bilder sehen können, alle Ladebildschirmbilder. Ja, und dann sehen wir auch, dass schon länger nichts mehr kam in diesem Jahr. Also angefangen mit 2016. Der Garados Ladebildschirm, natürlich sehr episch, wer kennt's nicht. Der hat angefangen am 6.6., als das Spiel rauskam, inoffiziell. Offiziell ja erst irgendwann ein, zwei Wochen später. Der hielt mehr als 4 Monate, fast 5 Monate, bis Halloween 2016. Dann kam das, ihr seht die Maus glaube ich nicht. Ne, ihr seht die Maus nicht. Dann kam das unten da mit dem Gengar. Sah cool aus. Und das hielt dann bis Weihnachten. Weihnachten kam dann. Das war echt Weihnachten. Boah, krass. Weihnachten kam dann das Bild neben Garados. Und es gab eine kleine Kontroverse. Weil es gab zwei Versionen davon. Einmal, ihr seht die Spielerin im Hintergrund. Beim ersten Bild hatte sie, wie soll ich das sagen, bisschen zu saftige Hüften. Und das wurde dann retuschiert. Und ja, dann gab es zwei Versionen. Und das Bild hielt gar nicht mal so lange. Nur 2 Wochen, bisschen länger, 18 Tage. Da kam auch schon Silvester 2016. Also 2016 gab es 4 Ladebildschirme. Und die Ladebildschirme haben natürlich auch immer ein bisschen was vom Inhalt wiedergespiegelt. Zum Beispiel 2016 Ende kamen halt die Babys. Und es hielt dann ungefähr 4 Monate. 7.4. kam das mit Stollos. Das war, muss ich glaube ich sagen, der meiner Meinung nach schlechteste, der mir am wenigsten gefallen hat. Der hielt dann 3 Monate, bis dann das mit dem Despoter kam. Da kamen dann die Raids. Das spiegelt dann die Raids wieder. Und dann Oktober, Halloween 2017, wurde es wieder geändert. Und dann auch wieder Weihnachten. Weihnachten 2017. Also ihr seht eigentlich schon ziemlich oft und regelmäßig. Und dann nicht ganz zu Neujahr, sondern ein bisschen später dann dieses 2018. Das war dann für meinen Geschmack ein bisschen zu lange aktiv. Bis zum 28.03. Da kam dann die Quest. Kam da die Quest? Ich nehme mal an, da kam die Quest. Da kam dann die Quest. Und dann 19.06. Alola Kokowai. Da kamen dann die Alolas und an sich auch gar nicht so viel. Ja, und was jetzt mit 2018? Halloween 2018? Nix. Es ist Winter, es ist kalt, es ist Schnee, Regen, Ladebildschirm, Sonne, Strand, Palme, Surfen, was ist da los? Und jetzt demnächst in den nächsten paar Wochen müsste dann eigentlich auch der Ladebildschirm für Weihnachten 2018 kommen, aber Halloween 2018 war nix, wer weiß, ob Weihnachten 2018 irgendwas kommt. Aber abgesehen davon, 5 Monate ist es schon her. Das ist die längste Zeit, wo kein Ladebildschirm kam. Demnächst sogar 6 Monate, also was ist da los, Niantic? Vor allem passt der halt überhaupt nicht mehr dazu. In den meisten Sachen steigern die sich jetzt, was die Qualität der Designs angeht. Zum Beispiel mit den legendären jetzt Giratina und der neue, dessen Name mir wieder nicht einfällt. Cresselia, genau. Da sehen die Bilder richtig geil aus, aber was mit den Ladebildschirmen los, Leute? Was ist da los, Niantic? Ja, ich wollte nur so mal kurz drüber gehen, mich wieder mit euch erinnern an die schönen Ladebildschirme, die wir alles hatten. Schreibt unten in die Kommentare, welcher Ladebildschirm euch am besten gefällt und welcher am schlechtesten. Ihr könnt wohl denken, welcher mir am besten gefällt. Zwar ist es der erste von Weihnachten, der dann zensiert wurde, weil die Hüften zu saftig waren. Ja, aber das war's von mir, Leute. So ein kleines extra Video. Dachte ich mir, war ganz witzig, nochmal die ganzen Bilder anzuschauen. Aber das war's erstmal von mir wieder. Ich muss noch die Stream-Highlights erstmal wieder bearbeiten. Die sind jetzt in letzter Zeit hängen geblieben. Also am Wochenende kommt dann noch alles, damit wir aktuell sind, falls das überhaupt irgendjemand interessiert. Die Nachfrage dafür ist ja nicht so groß, aber wenn ich ein Projekt mal angefangen habe, dann will ich es eigentlich auch beenden. Also ich will das jetzt nicht einfach so mittendrin beim 4. Orden oder so stoppen. Ich denke, auch wenn die Nachfrage nicht so groß ist, werde ich da alle Teile zeigen. Bis zur Pokémon-Liga. Also schaut vorbei, falls euch das interessiert. Abgesehen davon, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.